Beat Hellstoppe, ihr seid 16 Jahre lang beim EHC Fisch gsi. Die Litarnenhalle hat auch euch geprägt. Ja, was bedeutet auch die Litarnenhalle? Ja, das war für 16 Jahre sicher ein bisschen mein Leben gewesen. Ich bin da fast jeden Tag ein- und ausgegangen und habe wirklich sehr schöne Momente dort erlebt. Und ja, die Litarnenhalle hat mir eigentlich viel gegeben, ja. Was hat ihr denn besonders an der Litarnenhalle geschätzt? Ja, das war so wie ein bisschen ein Hexenkessel gewesen. Also die Leute waren sehr nah am Eisfeld und es war wirklich immer eine super Stimmung gewesen. Und ja, es ist sehr speziell. Seid ihr jetzt traurig, was die Litarnenhalle eine Wahlgeschichte ist? Ja, einerseits ja. Ich meine, wenn man 16 Jahre dort verbrungen hat und auch schöne Momente hat. Und andererseits ist es auch gut für den Sport, dass es eine neue Halle gibt, eine neue Infrastruktur. Und ich glaube, das gehört ein bisschen dazu und ist auch wichtig. Was habt ihr in diesen 16 Jahren so erlebt in der Litarnenhalle? Ja, man muss ehrlich sagen, meistens eigentlich sehr positive Sachen. Vor allem sicher zwei Meistertitel, das werde ich nie mehr vergessen. Und das waren unglaubliche Emotionen gewesen. Aber auch, wo wir gegen Basel im Finale waren, das waren für mich Emotionen gewesen, pur. Und da bekomme ich jetzt noch Hühnerhaut, wenn ich daran denke. Was sind denn so lustige Geschichten, die ihr von der Litarnenhalle kennt? Ja, speziell ist lustig. Wenn mal etwas kaputt gegangen ist, haben wir nie gewusst, können wir eigentlich fertig spielen oder kann man das nochmal reparieren? Wahrscheinlich ein bisschen so das Lustige. Was war weniger lustig gewesen? Ja, das Eisfeld war halt nicht immer gut gewesen. Das war ab und zu wie auf einem Ackerfeld gewesen, aber ja, das ist halt von der Infrastruktur her. Habt ihr auch gewisse Anekdoten oder so Erinnerungen, die dabei sind? Ja, sicher, wie ich schon erwähnt habe, die Meistertitel und die Finalspiele, die wir hatten, das war wirklich sensationell. Es war wirklich ein riesen Hexenkessel. Die Stimmung war unglaublich und das ist für einen Spieler einzigartig. Was werdet ihr am meisten vermissen an der Litarnenhalle? Ja, weil es so einzigartig ist, ist wirklich ein riesen Hexenkessel und hat viele Erinnerungen. Freut ihr euch aber auf die neue Arena, also auf die Lunds-Arena? Ja, sicher. Die Vorfreude ist sicher da und ich glaube, es gibt ein super Projekt und für die Oberwallis ist das enorm wichtig.